Okay, ich hoffe, Bild und Ton kommen an. Dann heiße ich auch alle Teilnehmer herzlich willkommen heute Abend zu Markttechnik erfolgreich handeln, Thema Bewegungshandel. Heute aus den Räumlichkeiten vom Kollegen Jens Rabe hier in Zwickau, haben heute zusammen den ganzen Tag gearbeitet und mache heute Abend dann das Ganze hier vom Laptop. Ich hoffe, das geht so, dass alles gut übertragen wird. Wenn es sonst Probleme gibt, einfach kurz melden. Okay. Dann starten wir. Zwei, drei Sätze kurz zu mir. Also ich handle seit 1996 Aktien und seit 1998 hauptberuflich, bin lösungsorientierter Trading Coach und systemischer Berater und handle einen markttechnischen Handelsstil seit 2003. Habe zwischenzeitlich mehr als 40.000 Trades gemacht und einen Teil meiner Trades, Videos kann man auf meiner Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln verfolgen. Da zum Beispiel regelmäßig meinen Wochenausblick und Lehrvideos. Und mehr Videos findet man sonst auch auf meiner Website und Webinare und sonstige Dinge findet man hier immer unter Aktuelles. Ja, und dann wollen wir auch gleich starten mit dem Ganzen. Es geht heute ja um Bewegungshandel und um Bewegungen überhaupt erstmal zu haben. Ist natürlich wichtig, dass wir immer erstmal einen Trend haben. Also das ist eigentlich ganz wichtig im Handel, dass wir gerade nach markttechnischen Gesichtspunkten immer einen Trend haben sollten. Und den erkennt man immer daran, dass man eben steigende Hoch- und steigende Tiefpunkte in einem Aufwärtsmarkt hat und in einem Abwärtsmarkt eben umgekehrt fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Das ist deswegen wichtig, denn wenn wir das nicht haben, befinden wir uns halt in einem Seitwärtstrend. Und dann macht dieser ganze Bewegungshandel eigentlich auch keinen Sinn mehr, weil dann sind wir in einem Seitwärtsmarkt, wo die meisten Trader auch relativ viel Geld verlieren. Also wir haben es zum Beispiel im S&P derzeit, der bewegt sich auch auf Tagesbasis eher in einem Seitwärtsmarkt. Und das ist dann relativ schwierig, hier profitable Trades abzusetzen. Und das muss man einfach lernen, dass es Phasen gibt, in denen es relativ einfach ist, sein Geld zu verdienen, so zum Beispiel im Nasdaq, wo wir wirklich einen schönen Trend hatten und auch noch immer haben und dort natürlich auch viele Aktien haben, die saubere Trends haben. Und wenn man dann Märkte hat, wo man keinen Trend hat, so wie im S&P, dann sollte man sich da besser raushalten. Bewegung und Korrektur wechseln sich eigentlich immer ab und das ist auch ganz wichtig. Also Bewegung habe ich jetzt hier mal einfach auf dem linken Schaubild. Hier kann man es ganz gut sehen. Die ist in grün gekennzeichnet. Die sind auch von der Höhe her natürlich immer größer als Korrekturen. Und das ist eigentlich auch schon der springende Punkt, warum man eigentlich eher Bewegungen handeln sollte und weniger Korrekturen. Also gerade auf den größeren Zeiteinheiten macht es natürlich immer viel mehr Sinn, die Bewegungen einfach nur zu handeln und nicht die Korrekturen. Wie man die Bewegung handelt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das ist eigentlich ja das Wichtigste, wenn wir uns das hier anschauen, dass hier dieser Bewegungsarm natürlich immer länger ist als der Korrekturarm. So, und wenn wir das sehen und wir Korrekturen trainieren, wird das extremst schwer für uns zu handeln. Und das hat vielleicht der ein oder andere auch schon festgestellt, wenn er ins Trading geht, dass natürlich der Korrekturhandel sehr, sehr schwierig ist. Manchmal hat man Glück und kann wirklich sehr, sehr schöne Gewinne im Korrekturbereich mitnehmen. Aber à la longue, wenn man sie alle Trades mal zusammennimmt, die man im Korrekturhandel macht, sind die meisten Trader eher unprofitabel. Und das sehe ich auch immer wieder, ob es in den Webinaren sind, in Workshops oder auch im Coaching. Also da sind eigentlich die meisten Trader, die erfolgreich sind, kommen eigentlich immer aus dem Bewegungshandel. Das heißt, wenn wir wirklich diese Phasen mitnehmen, wo der Markt hier nach oben läuft, sehr sauber, da macht es natürlich Sinn zu traden. Oder umgekehrt, wenn wir uns gestern die Bewegung im Stundenchart, im DAX anschauen, als der Markt wirklich sehr schön nach unten gekommen ist und man Intraday handeln wollte, das ist dann hier im Prinzip die Gegenseite. Wenn es dann bergab geht, dann ist es genau dasselbe. Der Vorteil beim Short Trading ist natürlich ganz klar, dass die Abwärtsbewegungen immer sehr viel dynamischer sind. Das heißt, wir können hier viel, viel schneller unser Kapital ja vermehren oder bessere Trades machen. Das haben wir ja auch im August gesehen, als Ende August die Märkte doch sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Auch der DAX 15, 20% in ganz kurzer Zeit verloren hat. Das dauert natürlich umgekehrt auf der Long-Seite viel, viel länger, um da das Kapital dann zu vermehren. Also da macht das Trading auf der Short-Seite, wenn man sich damit einmal erstmal angefreundet hat, sehr viel mehr Spaß. Wichtig ist natürlich, dass man auch da immer einen Broker hat, wo man Long und Short traden kann, so wie zum Beispiel bei CapTrader, wo man die Möglichkeit hat, auch Aktien, Indizes oder Devisen dann eben auf der Short-Seite auch zu handeln. Das ist natürlich immer wichtig, denn dann kann man wirklich diese positiven Phasen, in denen man wirklich sehr einfach dann seine Trades machen kann, die Gewinne dann mitnehmen. Bewegung und Korrektur bringen dann zusammen dann letztendlich den Trend und wie gesagt, den brauchen wir halt immer, damit wir uns überhaupt damit beschäftigen, wann wollen wir überhaupt traden.
Ja, und dann gibt es diese Phasen, die halt sehr schwierig zu handeln sind. Das sind diese sogenannten Seitwärtstrends. Da werden wir uns auch heute gar nicht groß mit beschäftigen. Das wird irgendwann mal ein eigenes Thema werden, wie man damit umgehen kann, wie man die gut identifizieren kann. Diese Seitwärtstrends am Ende einer langen Phase kann es natürlich jeder sehr gut erkennen, wann wir so einen Seitwärtsmarkt haben. Aber wenn so ein Seitwärtstrend anfängt oder auch schon ein paar Kerzen mehr da sind oder mehr Zeitperioden, dann ist es natürlich schon wichtig, dass wir möglichst früh erkennen, wo dass ein Seitwärtstrend auftritt. Und das kann man eigentlich immer sehr schön daran sehen, dass wir eben nicht mehr steigende Hochpunkte und steigende Tiefpunkte haben oder umgekehrt fallende Hoch- und fallende Tiefpunkte, sondern wenn es sich abwechselt. Wir haben ein neues Hoch, so wie jetzt hier oben auf der rechten Seite, danach gibt es ein tieferes Tief, dann schiebt der Markt wieder nach oben, macht hier ein tieferes Tief hier unten und dann wieder ein höheres Hoch. Das sind so diese typischen Seitwärtsmärkte, wo man eigentlich mehr oder weniger in einer Range bleibt. Und die Kunst des Handelns ist eigentlich, diese Phasen sehr früh zu erkennen. Denn je länger so eine Phase anhält, desto mehr Fehltrades produzieren wir und wir verlieren häufig das Geld, was wir vorher in diesen schönen Aufwärtstrends gewonnen haben. Und je früher wir natürlich erkennen, wann ein Seitwärtstrend da ist, umso einfacher für uns, weil dann halten wir uns einfach raus. Wenn ich sage einfach, stimmt das natürlich auch nicht, denn viele Trader haben natürlich ein großes Problem damit, wenig dann zu traden in diesen Phasen oder auch vielleicht mal gar nicht zu traden, weil es sich einfach nicht lohnt, in Seitwärtsmärkten häufig zu handeln. Zumindest nicht, wenn man ja im Prinzip auf den Trend setzen möchte. Ja, welche Möglichkeiten im Bewegungshandel haben wir denn jetzt? Man kann natürlich, wie gesagt, im Trendhandel die Stops einfach unter die Tees setzen. Das haben wir auch beim letzten Mal im Webinar besprochen. Heute möchte ich einfach mal zeigen, wie man im Bewegungshandel dort vorgehen kann. Im Bewegungshandel ist es halt anders als im Trendhandel, dass wir eben bei einem Ausbruch über einen sogenannten Punkt 2, also den alten Hochpunkt, jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir setzen den Stop hier unter die Tiefs, sondern dass wir einfach das Ganze mehr oder weniger erstmal so vom groben Ansatz her Kerze für Kerze machen. Also je nachdem, in welcher Zeitperiode wir auch unterwegs sind, ob wir jetzt im Tageschart sind oder in der Stunde, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle, oder auf 5 Minuten, dass wir einfach sagen, okay, wir steigen ein bei dem Ausbruch hier an der Ausbruchsmarke und setzen den Stop einfach eine Kerze unter, ja, im Prinzip unter die Vorkerze. So, und wenn diese Zeitperiode jetzt abgeschlossen ist, wie gesagt, egal ob Tag oder Stunde, würden wir den Stop jetzt im Prinzip einfach nur nachziehen müssen. Wir steigen also hier ein und dann setzt man Kerze für Kerze den Stop hier einfach nach. Das ist auch relativ einfach, solange die Märkte so sauber nach oben laufen, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Wir werden uns auch gleich natürlich noch echte Charts anschauen, weil in der Theorie ist natürlich alles immer sehr schick, weil man das dann so zeichnen kann, wie man es haben möchte. Im tatsächlichen Trading ist das Ganze natürlich meistens etwas komplizierter, wobei der Bewegungshandel an sich eigentlich eine erstmal von der Ausführung her sehr einfach ist. Es ist vor allen Dingen für alle Händler deswegen spannend, die zum Beispiel berufstätig sind und vielleicht nur einmal am Tag wirklich Zeit haben zum Handeln. Da kann man einfach die Order vorher eingeben in den Markt und einmal, wenn man dann zu Hause ist, sei es um 18 Uhr oder auch später, spielt keine Rolle, zieht man den Stop dann einfach nur das Tief nach und somit hat man eigentlich einen sehr einfachen Handel, wo man relativ wenig Zeitaufwand für braucht. Dann gibt es so Phasen, da sieht man so eine Konsolidierung, eine sogenannte Innenkerze. Das Außen nennt man Außenkerze. Innenkerze, hier das Rote, nennt man immer dann, wenn der Schlusskurs sich innerhalb der Außenkerze befindet. Das heißt also nicht innerhalb des, hier dieses Bauches oder des Körpers, sondern wirklich von Außenpunkt zu Außenpunkt. Und immer wenn der Markt hier einen Schlusskurs innerhalb diese Außenkerze hat, dann sollte man den Stopkurs nach Möglichkeit eine Periode zurücksetzen. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier haben wir es auch eingezeichnet, hier eine Periode zurück. Die spannende Frage ist natürlich, warum macht man das? Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Trading, dass wir uns viel öfter die Frage stellen sollten, wieso, weshalb und warum machen wir etwas oder warum machen das die anderen Marktteilnehmer? Denn wir haben ganz viele Situationen, wo wir einfach manchmal so bestimmte Dinge machen, weil es irgendwo geschrieben steht, aber wir uns viel zu selten fragen, warum wir das denn überhaupt machen und was machen die anderen Händler. Also hier ist es zum Beispiel so, wenn wir eine Innenkerze sehen, dann heißt es eigentlich nichts anderes, als auf dem untergeordneten Trend, also zum Beispiel, wenn das jetzt ein Tages
Chart wäre, dass halt auf dem untergeordneten Trend zum Beispiel auf der Stunde eine Konsolidierung beginnt. So, und dieser Konsolidierung wollen wir natürlich möglichst ein wenig Raum geben, ohne jetzt ausgestoppt zu werden, weil wir wollen ja möglichst weit mit unserem Trade kommen. Deswegen haben wir uns ja für den Bewegungshandel entschieden und wollen eigentlich erst ausgestoppt werden, wenn diese ganze Bewegung irgendwann natürlich einmal zu Ende ist. So, und deswegen geben wir dem Ganzen einfach Luft und sagen, okay, wenn die Konsolidierung sich in einem vernünftigen Rahmen bewegt, dann sind wir auch bereit, hier dem Ganzen etwas Luft zu geben und versetzen den Stop dann einfach eine Periode zurück. Und wie gesagt, das ist auch völlig unabhängig davon, ob man jetzt auf Tagesbasis agiert, Stunde oder auf den untergeordneten Zeiteinheiten, je nachdem eben, wo man eben sagt, okay, da fühle ich mich zu Hause, diese Zeiteinheit oder Trendgröße möchte ich gerne handeln. Wenn der Markt dann wieder nach oben läuft und wir einen Schlusskurs bekommen, der höher ist als hier das Hoch, dann können wir wieder anfangen, die Stops Kerze für Kerze nachzuziehen, immer unter die Tiefpunkte. Und das ist es. Wo ist jetzt der Vorteil des Bewegungshandels gegenüber dem Trend vielleicht auf der untergeordneten Zeiteinheit? Es ist einfach, man hat eine extreme Zeitersparnis, wenn wir das machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich im Tageshandel sind, wir brauchen uns einfach nur einmal am Tag darum zu kümmern. Wir könnten natürlich auch den untergeordneten Trend nehmen, zum Beispiel auf der Stunde, den könnten wir genauso handeln. Dann würden wir natürlich hier auch sehen, dass es hier eine Konsolidierung gibt. Und wenn der Markt nach oben ziehen würde, würden wir den Stop auch hier dann unter dieses Tief setzen. Aber dafür müssten wir den Markt schon etwas mehr beobachten, also etwas mehr Zeit nehmen. Und die Frage, die eigentlich immer wieder aufkommt, auch in den Workshops, was ist denn jetzt profitabler, den untergeordneten Trend zu handeln oder eventuell doch lieber die Bewegung? Und das kann man wirklich sehr, sehr schwer sagen. Ich habe auch schon mal eine längere Diskussion auch mit Michael Vogt darüber geführt, was so seine Erfahrungen sind, wie er das Ganze sieht, weil man tauscht sich ja auch aus mit Kollegen. Und man hat eigentlich eine ähnliche Erfahrung, wie ich das auch habe, auch von meinen Kunden, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob man jetzt den Bewegungshandel nimmt oder den Trendhandel. Man muss sich halt irgendwann mal für eins entscheiden. Es gibt auch Gründe manchmal, warum ich den Bewegungshandel vorziehe, wenn zum Beispiel die Stop Größe vielleicht zu groß wäre, also wenn wir beim Einstieg schon gesehen hätten, okay, wir wollen hier zwar einsteigen und müssen den Stop hier hinsetzen, und wenn der jetzt viel, viel zu groß ist, weil die Volatilität vielleicht sehr hoch ist, dann neige ich dann halt auch eher dazu, den Bewegungshandel zu machen. So, jetzt schauen wir uns natürlich auch Bilder aus der Praxis an, wie man das Ganze handeln kann. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Durchbruch haben, hier oben an einem Hochpunkt, hier einem sogenannten P2, hier die sind jetzt eingezeichnet worden vom Markttechnikpaket, das ist aber vollkommen egal, das kann man auch von Hand, also ich zeichne sowieso das meiste von Hand ein im Trading, und wir bekommen jetzt den Durchbruch, dann ist es eben wichtig, hier den Stop einfach unter das letzte Tief zu setzen. Weil wir wissen ja noch nicht, wenn dieser Durchbruch hier kommt, wo denn jetzt das absolute Tief sitzt dieser Kerze. Denn wir könnten natürlich sagen, wir setzen es hier unten drunter. Nur wenn die Kerze jetzt hier durchgeht und jetzt wieder zurückkommt, wäre dann etwas unglücklich. Deswegen eigentlich immer unter die Kerze, die davor ist, bevor der Ausbruch kommt. So, und wenn dann die Kerze abgeschlossen ist und die nächste Kerze kommt, dann kann man natürlich wiederum den Stop dann hier nachziehen. Solange diese Kerze läuft, bleibt der Stop hier auch wirklich stehen. Wir verändern den auch nicht und sollten ihn erst dann verändern, wenn wirklich die Kerze hier oder die Zeitperiode abgeschlossen ist hier, und dann entscheiden wir uns dann, den Stop einfach hier wieder unter das Tief zu setzen. So, jetzt kommt das, was wir vorhin auch schon gezeigt haben, nämlich dass es eine sogenannte Innenkerze gibt. Innenkerze deshalb, weil die Kerze sich eben innerhalb dieser Außenkerze, also der Kerze, die davor war, befindet und der Schlusskurs halt da drin ist. Und was machen wir dann mit dem Stop? Genau das, was wir vorhin eben besprochen haben. Wir setzen den Stop einfach vom letzten Tiefpunkt einfach eine Zeitperiode zurück. Man kann auch zwei Perioden zurücksetzen, wenn sie zu dicht dran sind. Das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache und Übungsgeschichte, was man jetzt für sich persönlich am besten hält. Also ich rate den meisten dazu, das einfach wirklich immer Kerze für Kerze zu machen, damit man bei seiner Regel bleibt, denn ich bin sowieso ein großer Freund davon, das Trading so gut wie es geht in Regeln zu packen, weil ansonsten neigt man doch sehr häufig dazu, das Ganze immer etwas zu interpretieren zu seinem Vorteil. Und wenn man aber klare Trading-Regeln für sich definiert, wann will ich was machen oder welche Voraussetzungen braucht der Markt, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, im Handel hier zu agieren.
So, hier sehen wir, jetzt hat es zum Beispiel über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden eine Korrektur gegeben. Und das ist auch eben genau der Grund, warum wir eben diese Stops zurückversetzen. Weil wir eben sehr häufig erleben, dass wenn wir einen Ausbruch hatten, dass es dann häufig nochmal so einen sogenannten Retest gibt. Das heißt, der Markt kommt hier nochmal in Richtung der alten Ausbruchsmarke zurück. Und wenn wir jetzt zu schnell unseren Stop, was ja viele, viele Trader machen, auf Break-Even setzen oder sogar vielleicht noch ein bisschen oben drüber, weil wir sagen, naja, wir haben ja auch ein bisschen Ordergebühren, die wollen wir auch noch oben drauf packen, dann hat der ein oder andere sicherlich schon erlebt, dass wir genau an dieser Stelle natürlich wieder abgeholt werden vom Markt. Warum das so ist, das könnte man bestimmt ein ganzes Webinar mit füllen mit diesem Thema, weil die Orders natürlich immer dahin laufen oder die Kurse, wo natürlich viele Orders liegen, und das ist natürlich dann hier der Fall, wenn wir unseren Stop-Loss hier oben hochziehen würden in den Gewinn, und deswegen sollten wir ihn natürlich am besten einfach noch etwas tiefer sitzen lassen. Und es ist ja auch die Regel, die wir für den Bewegungshandel haben: wenn wir innen Kerzen sehen, dann nehmen wir den Stop einfach eine Periode zurück. So, dann kommt der Ausbruch hier auch sehr dynamisch. Das ist auch etwas, was wir sehr häufig sehen, auch gerade in gesunden Trends, dass dann natürlich nach der Konsolidierung wieder eine sehr starke Bewegung auftritt. Und das ist eben nicht nur in Aktien, sondern auch in Indizes zu sehen. Das sehen wir auch im Devisenmarkt. Wir haben es jetzt in den letzten Tagen ja auch im Euro-US-Dollar gesehen, wenn man aus der Konsolidierung kommt, dass es dann häufig sehr schnell auch mit großer Dynamik dann wieder nach oben geht, dass wir sogenannte Full Bars bekommen, die möglichst weit unten eröffnen und dann an der Oberseite schließen, dass es wirklich nur ganz kurze Lunden und Dochte gibt. Ja, und immer dann, wie gesagt, können wir einfach den Stop nachziehen. Jetzt sind wir hier auch auf Break-Even mit dem Stop, wären wir natürlich auch, wenn wir den Trendhandel in diesem Falle jetzt gewählt hätten. So, dann folgt im Prinzip wieder die nächste Konsolidierung. Auch da ist natürlich die Überlegung, wohin setzen wir jetzt den Stop, weil wenn jetzt ist natürlich das Problem, dass die letzte Kerze davor natürlich sogar etwas höher war, und dann lasse ich meinen Stop eigentlich immer hier, weil ich sehe jetzt keinen Grund, den Stop auf die Vorkerze, weil das wäre ja höher, oder ihn jetzt noch weiter zurückzusetzen. Also ich mache das dann wirklich von der Regel her immer gleich, dass ich sage, okay, wenn ich einen Stop zurücksetzen kann, mache ich das. Wenn das nicht der Fall ist, weil das jetzt so in diesem Falle der tiefste Punkt ist, dann lasse ich ihn einfach stehen. So, dann sehen wir im Prinzip wieder den nächsten Ausbruch. Der Markt läuft hier wieder hoch, aber dann gibt es auch sofort wieder eine Innenkerze und wir können den Stop dann einfach wieder eins zurücksetzen. Und das ist auch so ein typisches Bild, weil das wechselt sich halt immer ab. Warum ist das so? Weil wir halt immer Bewegung und Korrektur haben. Manchmal hat man eine Phase, wo man natürlich mehrere Kerzen hinter oder Zeitperioden hintereinander vielleicht einen sehr sauberen Trend hat. Werden wir gleich auch noch in einem anderen Beispiel sehen, wo das so ist. Aber das, was wir hier sehen, ist eigentlich eher typisch. Gerade auch im Indexmarkt, in Indexmärkten erleben wir sowieso sehr häufig diesen Wechsel von Bewegung und Korrektur. Da ist es eher seltener, dass man mehrere Tage oder viele Perioden hintereinander saubere Trends hat. Das kennen wir eigentlich eher aus dem Aktienbereich, der Bereich, den ich auch am meisten trade, weil wir hier halt sehr, sehr viele saubere Trends haben. Selbst in Konsolidierungsphasen wie jetzt hat man immer noch Aktien, die neue Jahreshochs machen, und von daher haben wir da immer saubere Trends. Aber ich habe hier auch extra mal einen Index genommen, um einfach zu zeigen, dass man das eben genauso gut auch mit Indexmärkten machen kann oder auch mit Indexprodukten. So, dann sieht man auch wieder, auch da ist wieder nach der Konsolidierung dann eben wieder Dynamik aufgekommen und der Markt läuft hier genauso, wie wir das eigentlich möchten. Dann folgen wieder einige Innenkerzen und auch hier wieder dann den Stop einfach eine Zeitperiode zurücksetzen. Und wie gesagt, das ist jetzt in diesem Beispiel die Stunde, aber das könnte man auch genauso gut auf Tag, 10 Minuten, also da in der Zeiteinheit, wo man sich einfach zu Hause fühlt. So, und dann gab es ein Gap, und das ist natürlich sehr ungewöhnlich im Indexmarkt, gerade zumindest im Nasdaq und im S&P 500, weil das ja mehr oder weniger ein durchgehend gehandelter Markt ist. Da gibt es ja wirklich nur eine Stunde Pause. Und dieses Gap kann halt immer nur dann entstehen, wenn Wochenende war, weil dann sehen wir schon mal größere Gaps. Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass wir hier mehr oder weniger so den Anschluss haben. Wenn der Schlusskurs ist, dann folgt meistens in ähnlicher Höhe dann auch wieder der Eröffnungskurs. Im Devisenmarkt kennt man das ja auch nicht, dass da große Gaps sind, sondern auch nur am Wochenende ein ganz großes Gap. Die meisten wissen es ja noch, Euro gegen Schweizer Franken. Also da kann es dann auch schon mal rappeln. Aber im Prinzip meistens ist es wirklich so, dass sich das einfach anschließt.
Okay, und wenn man das sich das hier anschaut, also wenn man jetzt mit einem Risiko von, sagen wir mal, $100 in diesen Trade hineingegangen wäre, ich habe hier mal meinen CAV-Rechner mit dran gesetzt, dann macht man hier eben oder sehr häufig dann wirklich recht gute Trades. Das ist auch der Vorteil aus meiner Sicht eben des Tradings mit einem markttechnischen Handelsansatz, dass wir wirklich immer einen festen Stop haben. Das heißt, wir wissen eigentlich genau, wenn wir einsteigen, wie groß unser Verlustrisiko ist. Und das ist für mich im Trading natürlich immer sehr, sehr viel wert, weil ich dann genau weiß, okay, wenn ich jetzt 3, 4 Positionen im Aktienmarkt aufmache, weiß ich genau, okay, mein kalkuliertes Risiko für den heutigen Tag ist so und so groß. Und das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob ich jetzt Gewinne mache und wie viel Gewinne ich mache. Aber das ist ja, dafür habe ich ja im Prinzip ein System, in dem ich handle, entweder einen Trendhandel oder so wie heute vorgestellt den Bewegungshandel. Und der Markt wird uns zeigen, wie weit er laufen möchte, weil wir selektieren halt im Screening halt genau die Werte raus, die wir halt handeln möchten, die einen sauberen Trend haben, die sehr dynamisch sind, und dann versuchen wir halt diese Märkte eben entsprechend zu handeln, entweder als Trendhandel im untergeordneten Trend oder im Bewegungshandel. Und jetzt möchte ich noch gerne auch noch mal ein Beispiel mit Aktien zeigen, damit man einfach auch mal sieht, wie das Ganze im großen Chart aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel Aktien hat. Also hier sehen wir zum Beispiel die Aktie COST auf Tagesbasis. Da kann wahrscheinlich jeder erkennen, dass wir hier einen sauberen Aufwärtstrend haben. Auch hier ist es wirklich wieder schön zu sehen, wenn wir uns das anschauen. Die Bewegungsäste nach oben sind wirklich sehr lang, die Korrekturen häufig eher klein. Das ist immer der ganz große Trend, der hier vom System auch schon vorgezeichnet ist. Kann man immer daran erkennen, dass hier schon vorher immer eingegeben ist, dass die Punkte 2 als Hochpunkte definiert sind. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen aufsplitten, damit wir auch mal sehen, wie wir einen Trade daraus dann machen können. Und wir schauen uns jetzt einfach nur mal die letzte Phase hier an, damit man einfach mal sehen kann, wie das Ganze dann nachher im untergeordneten Trend ist, weil das mache ich wirklich sehr viel, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf der Stunde traden, dann nehme ich den Tag mehr oder weniger als Großwetterlage, dass ich sage, okay, wie sieht es denn im übergeordneten Bild aus? Das ist hier in dem Falle zum Beispiel der Tag, und dann sehen wir, okay, der Tag ist halt sehr aufwärtsgerichtet, wir haben immer neue Hochs gemacht und auch die Tiefs steigen an. Das ist ja das, was wir in den letzten Webinaren auch immer schon gezeigt haben, wie ich da vorgehe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, okay, wenn jetzt der Bewegungsast hier oben zu Ende ist, jetzt kommt endlich die Korrektur, auf die wir sehnlichst gewartet haben, zumindest die nicht im Markt sind. Wenn man natürlich in der Position ist, dann muss man das nicht unbedingt hoffen, dass das kommt. Aber jetzt hier, wenn wir jetzt nicht engagiert sind, dann warten wir natürlich darauf, dass der Markt hier sehr sauber wieder nach unten wegläuft. Und wenn jetzt ein neuer Trend entsteht, so wie jetzt hier auf der rechten Seite, dass wir hier neue Hochpunkte bekommen und dann auch steigende Tiefpunkte, dann geht es natürlich darum, wie können wir das Ganze machen, wollen wir das Ganze als Bewegungshandel machen, so wo wir heute den Schwerpunkt halt setzen im Webinar, oder eben als Trendhandel. Das sind so die beiden Sachen, die sich dann immer anbieten. Und wir müssen uns eigentlich immer nur entscheiden, was von beiden wir machen wollen. Und wenn wir jetzt sehen, hier in dem Beispiel macht es also kaum einen Unterschied, ob man sich jetzt für den Bewegungshandel entscheidet oder für den Trendhandel. Das ist natürlich nicht immer so, dass die Stop so dicht beieinander liegen. Aber hier ist es jetzt zum Beispiel so, da liegen die Stops sehr eng beieinander. Auch wenn wir jetzt rechts schauen in die Skalierung, das sind nachher 20, 25 Cent Differenz. Das macht dann jetzt bei so einer Aktie von $100 nicht die Welt. Da ist man vielleicht eher geneigt, den Trend zu handeln. Aber wenn es etwas größer ist, dann macht man schon meistens dann den Bewegungshandel. So, und dann sieht man einfach, wie jetzt vorhin auch besprochen, eigentlich immer nur den Stop nach, unter Berücksichtigung eben entsprechend der Außenkerzen. Und das ist eigentlich das, was wir auch sehr häufig sehen, dass dann sehr viel Dynamik kommt. Und zwar liegt das daran, dass der Markt natürlich hier entweder die verschiedenen Stops abholt, die hier von anderen Tradern auf der Short-Seite liegen, dass der Markt hier sehr schnell nach oben läuft. Das heißt, die Ziele sind ja meistens bei den meisten Tradern erst einmal hier die alten Hochs, wo der Markt hingehen soll. Und dann darüber hinaus natürlich noch, gerade wenn wir auf Stunde handeln, dass der Markt natürlich auch möglichst noch ein ganzes Stück weiterläuft. Das heißt, wir werden hier ja nicht freiwillig unsere Position schließen, nur weil wir hier an dem letzten P2 angekommen sind. Das kann man natürlich machen, aber aus meiner Sicht macht es eigentlich viel mehr Sinn, den Markt wirklich so weit laufen zu lassen, wie es geht, auf diesen großen Zeiteinheiten. Wenn man intraday unterwegs ist, also kleiner als Stunde, da kann man darüber nachdenken, ob man jetzt mit Teilverkäufen arbeitet oder nicht. Da gibt es natürlich viele Vor- und Nachteile.
Quartale. Wir haben da auch ganz viele Auswertungen gemacht bei uns im Büro, um einfach mal zu schauen, okay, was ist da jetzt am produktivsten. So, jetzt sehen wir schon, die Dynamik geht ein bisschen raus. Die Kerzen werden jetzt auch kleiner. Nichtsdestotrotz sollte man jetzt nicht eigenmächtig anfangen zu sagen, naja, ich schließe jetzt die Position, weil die Kerze kleiner wird oder weil da vielleicht jetzt ein Doji erscheint oder eine Umkehrkerze. Also ich bin da kein großer Freund von. Ich lege da nicht so wahnsinnig viel Bedeutung dem Ganzen zu, wenn wir sehen, hier im Intraday-Handel irgendwelche Kerzenkombinationen. Auf Tagesbasis ist was anderes. Da gibt es schon, dass man kann man sagen, dass es schon eine Signifikanz hat. Aber so im Intraday-Handel lege ich da keinen großen Wert drauf. Ich finde es immer spannend, wenn Leute sagen, ja, ich handle auf Minute und jetzt habt ihr eine Umkehrkerze. Also das ist halt Zufall, ob das jetzt eine Umkehrkerze wird oder nicht. Ne? Okay, und wir sehen auch hier, geht es mit der Dynamik einfach weiter. Also einfach nur die Stops nachziehen hier und dann sehen wir, es kommt tatsächlich eine Innenkerze und jetzt heißt es einfach nur den Stop zurückversetzen, wie vorhin auch angesprochen. Fällt auch gar nicht so schwer, weil wir sind ja schön im Gewinn und wenn man im Gewinn ist, ist es natürlich schon eher einfacher, mal seinen Stop zurückzuziehen, als wenn man jetzt noch nicht im Gewinn wäre und müsste den Stop jetzt vielleicht auf Break-Even zurückversetzen oder sogar noch wieder da zu einem Initialstop zurück. Aber wenn man jetzt erstmal, so wie jetzt hier in dem Beispiel, hier locker 1, 2R vorne ist, dann ist es jetzt nicht der Punkt, einfach mal den Stop zurückzuversetzen. Fällt mir gerade ein, was bedeutet, wenn ich immer, ich sage das immer sehr häufig auch in den Videos von mir, ich bin jetzt 1R oder 2R vorne, das ist halt immer das einfache oder doppelte Risiko. Das heißt, wenn wir hier oben einsteigen, hier am Hochpunkt und bis hier unten bemessen, das ist dann immer das sogenannte 1R, also einfaches Risiko. Wenn ich jetzt mit 100 Euro Risiko in den Trade hineingegangen wäre, dann wäre ich halt an so einer Stelle hier vielleicht 150, 200 vorne und wenn ich jetzt den Stop ein bisschen zurückversetze, tut es mir nicht ganz so weh und es ist mental dann auch nicht so schwierig. Ja, wie gesagt, Stop einfach zurücksetzen, wie hier eingezeichnet. So, und dann geht der Markt einfach weiter und hier sieht man einfach, wie wichtig das dann auch ist, den Stop zurückzuversetzen, weil sonst fliegt man hier an dieser Stelle einfach raus. Wenn man den Stop hier einfach konsequent weiter unter die rote Kerze gesetzt hätte, unter diesen Innenkerze, dann fliegt der Mann einfach aus diesem Markt raus. Das kann man natürlich argumentieren, das ist ja nicht so schlimm, ich bin weit vorne, klar. Aber wir wollen ja möglichst viel Gewinn machen, zumindest wenn wir den Trade eingehen, haben wir natürlich das Bestreben, die Gier, wirklich sehr, sehr viel Geld hier rauszuholen. Das müssen wir natürlich auch möglichst viel aus unserem Trade herausholen, denn wir haben ja nicht nur Gewinntrades, auch wenn das jetzt hier ein Trade ist, den wir hier ausgesucht haben, wo wir sehr schön nach oben laufen und auch einen Gewinntrade haben. Aber die Realität ist natürlich, dass ja mehr oder weniger jede zweite Trade eben nicht so gut läuft und uns meistens Break-Even oder im Verlust rausholt. Und deswegen müssen wir natürlich sehen, dass wir mit den Gewinntrades dann auch das entsprechend aufholen. Das heißt, es ist schon gut, wenn wir mit den Gewinntrades nicht nur das Risiko, was wir eingegangen sind, hier in dem Beispiel vielleicht 100 Euro, sondern natürlich auch möglichst mal 200, 300 oder wie vorhin in dem ersten Beispiel auch mal 500 rausholen, damit wir einfach unsere Verlusttrades natürlich auch kompensieren können. Weil das ist natürlich wichtig. Also ich sehe Trading wirklich wie ein normales Business, wo Gewinn- und Verlusttrades einfach zusammengehören. Die Verlusttrades sind halt die Investitionen und die Gewinntrades sind halt die Gewinne. Und unterm Strich muss ein positiver Ertrag rauskommen, sonst lohnt sich die ganze Traderei ja für uns nicht, weil wir investieren ja sehr viel Zeit auch in das Ganze. So, und hier sieht man auch wirklich noch sehr viel Dynamik, das, was ich vorhin auch sagte, die Märkte laufen also meistens relativ zügig hier an diesem Punkt und dann entscheidet der Markt dann einfach nochmal, will ich jetzt weiter nach oben gehen oder bleibt er hier jetzt stehen, weil hier Verkaufsdruck aufkommt, aber das zeigt uns der Markt, da brauchen wir eigentlich nicht vorher schon eine Entscheidung zu treffen, es kommt wieder eine kleine Kerze, so, und jetzt kommt wieder so eine typische Innenkerze, das heißt, der Stop muss jetzt hier erst einmal zurück und dann müssen wir einfach schauen, was kommt. Kommt jetzt eine Konsolidierung oder was passiert jetzt? So, und jetzt kommt eigentlich das, was hier spannend ist, ist tatsächlich so, die Kerze schließt jetzt unterhalb dieser kleinen grünen Außenkerze und das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt schließe ich von Hand meine Position und zwar zum nächsten Eröffnungskurs. Das heißt, wenn ich jetzt auf Tagesbasis agieren würde in so einem Trade oder jetzt in diesem Fall auf Stunde, dann würde ich einfach zur nächsten Stunde dann einfach meinen Trade manuell schließen. Habe ich das auf Tagesbasis gemacht, selbst wenn ich nicht zu Hause bin, kann ich einfach sagen, okay, ich gebe den Trade zur Eröffnung Market rein in den Markt und dann bin ich halt raus aus diesem Trade.
So, alternativ wäre natürlich gewesen, wir hätten nicht diesen Bewegungshandel gemacht. Hier sieht man auch nochmal schön, wo wir ausgestopft worden sind, sondern wenn wir das Ganze jetzt als Trend gehandelt hätten. So, jetzt sagt man natürlich sofort, okay, wenn ich in Trend gehandelt hätte, hätte ich natürlich viel mehr Geld verdient. Logischerweise, das ist auch meistens so, weil der Stop auch meistens größer ist im Trendhandel. Aber es ist emotional gar nicht so einfach, denn wenn wir uns das anschauen, wir sind hier ja schon relativ weit im Gewinn und das sehe ich eigentlich immer wieder, wenn Kunden sehr weit im Gewinn sind, dass man natürlich schon dazu neigt, dann irgendwie da zu sagen, okay, ich nehme jetzt Gewinne mit oder wie auch immer oder ziehe meinen Stop doch schon mal nach, weil ich möchte natürlich nicht, wenn ich hier oben bin, dass hier nochmal der Markt wieder zurückkommt oder in die Verlustzone läuft. Aber das müssen wir natürlich machen. Wenn wir diese Trendgröße handeln, dann müssen wir natürlich auch dabei bleiben und dann einfach dann den Stop erst nachziehen, wenn jetzt hier der Ausbruch hier über diese Hochs hier jetzt kommt und dann kann man das Ganze dann einfach dann als Trend handeln und hier sieht man auch, da kommt natürlich wieder irgendwann mal eine Konsolidierung und der Markt läuft hier einfach weiter. Ich habe extra dieses Beispiel gewählt, damit man einfach mal sieht, der Bewegungshandel wäre schon super gewesen, weil wir auch einen engen Stop meistens haben, aber im Trendhandel nimmt man halt meistens noch mehr Bewegung mit als in diesem reinen Bewegungstrade. Das liegt einfach daran natürlich, dass wir irgendwann natürlich mal eine etwas größere Korrektur bekommen. Das haben wir hier ja dann auch gesehen, dass dann auch der Markt einfach mal ein bisschen mehr Luft holt. Und dann wären wir auch ausgestoppt worden, wenn wir unseren Stop jetzt hier hätten sitzen lassen. Also von daher muss man einfach sich entscheiden, wenn man den Trade eingeht, mache ich lieber Bewegung oder Trend. Und ich mache das immer wirklich häufig daran fest, wie groß ist hier so die Stopgröße. Und wenn ich sage, okay, die Stopgröße für den Trendhandel ist noch passend, dann entscheide ich mich persönlich eher für den untergeordneten Trend, dass ich sage, okay, dann gehe ich lieber eine Zeiteinheit runter, wenn das möglich ist und handle dort den Trend. Wenn das eben nicht ist, dann sage ich, okay, ich mache es als Bewegungshandel. Na, weil diese Frage kommt natürlich auch, wann ist lieber Bewegung oder Trend? Und ich versuche das daran einfach festzumachen an meinem maximalen Stop. So, und hier sieht man einfach, dass der Markt immer weiter läuft, dass wir immer wieder neue Hochs machen, auch hier wieder ein neues Hoch in der Aktie. Und solange das der Fall ist, können wir einfach hingehen und unsere Stops immer nur unter die Tees nachziehen und mehr ist es nicht. So, und dann kommt der Ausstopper. Und es war dann tatsächlich so, dass ich hier wirklich um wenige Cent auch ausgestoppt wurde hier bei diesem Trade. Ist also auch so, dass ich eine feste Regel für meine Stops natürlich habe. Und wenn es erreicht wird, dann ist es eben so. Und dann darf man sich auch nicht ärgern, wenn man dann anschließend ausgestoppt wird und der Markt jetzt weiter nach oben läuft. Das gehört halt zum Trading mit dazu. Das müssen wir auch einfach lernen zu akzeptieren, dass Verluste auch dazugehören. In dem Fall ist es ja kein Verlust, weil wir haben ja einen schönen Gewinn gemacht. Aber dass man auch mal ausgestoppt wird, auch manchmal sind es wirklich nur 5 Cent, wie der Markt uns rausholt und dann läuft der Markt wieder nach oben. Das ist mental am Anfang, weiß ich nicht ganz so einfach. Aber damit muss man sich einfach abfinden. Da muss man auch nicht hinter jeder Ecke jemanden vermuten, der jetzt nun gerade unseren Stop zieht, sondern das ist einfach so, der Markt läuft da einfach hin. Und wenn wir Glück haben, werden wir halt nicht geholt. Oder wenn wir, anders gesagt, wenn wir Pech haben, dann kann es mal sein, dass wir wirklich auch mal sehr, sehr eng ausgestoppt werden. Und das gehört aber auch zum Tagesgeschäft dazu. Und das sollten wir als professionelle Händler eben auch genauso sehen. Okay, und das zeigt hier jetzt eigentlich nochmal ganz gut, dass man wirklich mit einem einzigen Trade auch viele, viele Verlusttrades ausgleichen kann. Und das ist auch wichtig, weil man kann ja wirklich sehen, ja, ich habe hier nochmal links den CAV-Rechner mit dran gemacht, dass man hier wirklich doch ein Vielfaches seines Risikos mit einem einzigen Trade gut machen kann, wenn man denn tatsächlich es auch durchhält. Und das ist eben das, was man als Trader lernen muss, auch am Anfang, Gewinne einfach laufen zu lassen. Also in vielen Büchern steht das ja drin, auch von meinem Kollegen Michael Vogt, der schreibt das ja auch in seinen Büchern immer wieder, dass man eben Gewinne laufen lassen muss und auch diese Gier einfach haben muss, um Gewinne laufen zu lassen. Also Gier heißt ja nicht nur, dass wir Gewinne machen wollen, dass wir gierig sind, sondern die Gier heißt ja auch, wir müssen in der Lage sein, ein Ziel wirklich fest vor Augen zu haben. Und das ist hier in dem Fall eben Trading, dass wir sagen, wir wollen die Aktie, den Index, das Devisenpaar, was wir auch immer wir handeln möchten, möglichst weit laufen zu lassen, um hier viele, viele Gewinne zu machen, weil wir müssen natürlich immer uns vor Augen führen, wir haben nach einem Gewinntrade irgendwann natürlich auch mal wieder einen Verlusttrade oder auch eine Serie an Gewinntrades, wo dann auch mal vielleicht 2, 3 Verlusttrades hintereinander kommen und die müssen wir auch irgendwie ausgleichen. Und am Strich soll natürlich ein positiver Ertrag stehen und das ist immer nur dann gegeben, wenn wir natürlich auch die Gewinne laufen lassen. Es nützt halt nichts, wenn wir immer sagen, okay, nach einem CAV von 1 zu 1 machen wir unsere Gewinne oder unsere Trades wieder zu. Okay. Dann können wir uns vielleicht noch ein paar Charts anschauen.
Vielleicht aber erst nochmal die Fragen, die vielleicht aufgekommen sind, weil wir hatten die letzten Mal immer sehr, sehr viele Fragen gehabt und dem möchte ich natürlich auch gerne Raum geben. Und jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich das hier auf dem Laptop sehen kann, weil ich bin ja heute, wie gesagt, nicht zu Hause. Ansonsten, wenn der Weiß sie vorlesen könnte, wäre natürlich auch ideal. Ansonsten versuche ich das mal gerade hier nochmal aufzumachen bei mir. Einfach gucken, ob ich die Fragen sonst finde. Dann könntet ihr die Fragen hier einfach einfügen. Schauen wir mal. Okay. Hier haben wir eine Frage von dem Matthias. Kann man nicht den Bewegungshandel mit dem Trendhandel kombinieren, indem man die Gewinne laufen lässt, bis man ausgestoppt wird? Ja, also das ist eine gute Geschichte. Man kann natürlich sagen, man handelt den untergeordneten Trend, Matthias. Und ich sage jetzt einfach Matthias, weil ich mache das meistens in meiner Gruppe so, dass wir das meistens mit dem in der Du-Form bleiben. Also ihr könnt mich auch alle gerne duzen. Also ich bin der Mario. Bei mir in der Facebook-Gruppe machen wir das auch immer so und in den Seminaren. Also man kann das auch kombinieren. Ich würde es nur versuchen, das für dich selber in eine Regel zu bringen. Weil wenn es ohne Regel ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, das Ganze auf Dauer halt zu traden. Weil sonst macht man es einmal so und einmal so. Und das führt halt häufig zu Schwierigkeiten. Das sehe ich immer wieder bei Kunden, die jetzt sagen, naja, ich mag mich erstmal nicht festlegen. Das hatten wir auch beim letzten Workshop gehabt vor 4 Wochen, wo der ein oder andere ganz klar hatte, okay, ich muss mir jetzt erstmal meine Regeln aufschreiben. Die anderen haben, der eine oder andere sagt, nee, das brauche ich nicht, ich mache das dann mal. Und wenn wir dann Live-Trading sind und man dann wirklich live-tradet und fragt, naja, was ist jetzt deine Regel, dann war es plötzlich einmal so und einmal so. Deswegen, ich würde immer versuchen, das in der Regel zu packen. Hier ist noch eine Frage von ZS. Gibt es eine Aufzeichnung zum Webinar? Ich denke, das wird es so geben wie bisher immer. CapTrader zeichnet die ganzen Webinare eigentlich immer auf und man kann es meistens, glaube ich, einen Tag später dann bei CapTrader dann finden, die Aufzeichnung. Und ich selber mache auch immer eine Verlinkung bei mir auf meiner Facebook-Seite Markttechnik erfolgreich handeln. Da findet ihr das dann auch. Dann habe ich hier, hallo, ist es nicht besser, Positionen laufen zu lassen, als Daytrading zu betreiben? Naja, laufen lassen sollte man im Daytrading auch. Also eigentlich ist es wichtig, dass man immer Positionen möglichst weit laufen lässt. Ich bin kein Freund davon, unbedingt jetzt, also gerade auf den größeren Zeiteinheiten, Stunde und Tag, Gewinne sich zu begrenzen, sondern gerade da haben wir natürlich die Möglichkeit, die möglichst weit laufen zu lassen, wenn man eben Intraday-Handel unterwegs ist, dann ist die Sache etwas anders, weil da müssen wir ja die Positionen sowieso oder sollten die Positionen ja eher zum Tagesende schließen, weil sonst laufen wir ja Gefahr, dass wir in so ein Gap hineinlaufen. Und das haben wir in den letzten Tagen häufiger mal gehabt, dass wir wirklich Gaps gesehen haben, die auch größer vielleicht als 5 oder 10% sind. Also wir hatten letzte Woche, glaube ich, mal irgendwann so eine Übernahme gehabt, wo da gab es plötzlich einen Gap von 70, 80%. Und wenn wir da auf der falschen Seite sind, dann sind wir natürlich sehr, sehr weit hinten mit unserem Konto, wenn nicht sogar platt, weil wir ja mit einem engen Stop kalkuliert haben im Intraday-Handel, vielleicht von einem 0,5% oder von 1%. Und wenn dann der Markt 10, 20% gappt, das ist natürlich nicht schön. Und das ist ja nicht nur bei Übernahmen so, sondern es ist auch bei Quartalszahlen so, dass die Aktien oder die Indizes dann gappen. Im Indexmarkt ist es nicht ganz so gravierend, aber im Aktienmarkt natürlich schon, dass wir da häufig sehr große Gaps haben. Und deswegen rate ich eigentlich immer dazu, im Intraday-Handel die Position zu schließen oder sich zumindest darüber zu informieren, welche Aktie aus dem Nasdaq, aus dem S&P, also je nachdem, in welchem Markt ich hier unterwegs bin, zu schauen, ob es da Quartalszahlen in den nächsten 1, 2 Tagen gibt. Hier ist noch eine Frage von Lutz. Ist es sinnvoll, den Stop am Anfang der Bewegung langsamer und bei einem reifen Trend aggressiver nachzuziehen? Das finde ich jetzt eine sehr gute Frage, Lutz, weil das macht wirklich Sinn. Also am Anfang ist es wirklich so, man sollte dem Markt wirklich etwas Luft geben beim Trading, damit man nicht zu früh herausgeholt wird. Das macht deswegen Sinn, weil wir müssen ja anschließend irgendwie wieder sehen, wieder reinzukommen. Im Aktienmarkt ist es meist nicht so schwierig, weil dann nehmen wir einfach eine andere Aktie oder auch die gleiche. Das ist einem selbst überlassen, aber man hat im Aktienmarkt halt extrem viel Auswahl, gerade wenn man saubere Trends hat, zum Beispiel im Nasdaq haben wir jetzt in den letzten Tagen eigentlich immer sehr, sehr schöne Trends gehabt, auch in den verschiedenen Aktien. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Devisenhändler ist oder jetzt nur zum Beispiel den DAX tradet oder nur den S&P oder den Nasdaq oder den Bund Future, dann ist es natürlich so, dann macht es noch mehr Sinn, natürlich am Anfang den Stop mehr
zurückzulassen, weil sonst werden wir zu oft ausgestoppt und müssen eigentlich immer ja wieder neu reingehen in den Markt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Jedes Mal, wenn wir ausgestoppt werden, haben wir natürlich einen realisierten Verlust da. Und das können wir natürlich umgehen, indem wir den Stop am Anfang einfach ein bisschen langsamer rangehen, also vielleicht tatsächlich als Trend und später dann, wenn wir weit, weit vorne sind, ihn dann etwas aggressiver nachzuziehen. Andreas fragt noch, bitte noch einmal die Entscheidungskriterien, vielleicht an einem aktuellen Chartbild, ob Bewegungs- oder Trendhandel. Also ich würde das immer so machen, Andreas, wenn der Stop nicht zu groß ist, und was nicht zu groß heißt, das ist halt für jeden individuell, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, lieber den Trend zu handeln. Wenn der Stop aber zu groß ist, nehmen wir ein gutes Beispiel, wenn du jetzt auf Tagesbasis agierst und hast jetzt einen Stop von 8%, das ist natürlich sehr, sehr viel und um allein den CHV von 1:1 zu bekommen, müsste der Markt ja mindestens oder die Aktie 8% steigen. Wenn wir einen CHV von 2 haben wollen, also das Doppelte unseres Risikos haben wollen, dann müsste der Markt 16% steigen. Das ist natürlich nicht so wahrscheinlich, dass das in einer Rutsche passiert. Es gibt natürlich mal Aktien, wo das der Fall ist, aber im Regelfall halt nicht, im Indexmarkt schon gar nicht. Wenn wir wissen, die durchschnittliche Wertentwicklung im DAX, die liegt vielleicht bei etwa 8%. Also wenn wir dann mit solchen Stops agieren würden, kommen wir natürlich nicht wahnsinnig weit im Trading. Da wäre ich dann eher geneigt, den Bewegungshandel zu machen oder eben einen Trend tiefer zu gehen und zu schauen, okay, kann ich vielleicht im untergeordneten Trend irgendwas machen, wo ich sehen kann, okay, da habe ich dann einen engeren Stop. Also ich würde es daran festmachen. Was haben wir noch? Norbert schreibt hier, je kürzer die Zeiteinheit, desto mental stressiger ist es bei mir. Wie handelst du das? Das ist eigentlich eine vollkommen normale Geschichte, Norbert. Je kleiner die Zeiteinheit ist, desto mehr ist man natürlich im Stress. Und das liegt daran, dass wir natürlich schneller Entscheidungen treffen müssen. Du solltest allerdings versuchen, das etwas anders anzugehen. Sobald du merkst, dass du in den Stress gerätst, wenn du die Zeiteinheiten wechselst, also ich sage jetzt mal von Tag auf Stunde, das kriegen wir beides wahrscheinlich relativ gut hin, weil beim Tag haben wir halt wirklich extrem viel Zeit zum Überlegen, ob wir in einen Trend eingehen oder in einen Trade. Selbst auf Stunde hat man schon, da kann man sich 10 Charts anschauen und sich überlegen, will ich nicht, vor, zurück, kann nochmal ausrechnen, wie groß die Position sein will. Aber sobald wir dann in die kleineren Zeiteinheiten gehen, 15 Minuten, 10 oder 5 Minuten, da müssen wir schon ein bisschen schneller auch im Überlegen sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir dann Trade-Regeln haben, nach denen wir agieren wollen. Also wann wollen wir einsteigen? Wie soll der übergeordnete Trend aussehen? Das sind schon so Faktoren, das sollte man vorher eigentlich klar haben. Noch krasser wird es natürlich, wenn wir dann auf 5 Minuten oder Minute runtergehen. Das sehe ich auch immer im Live-Trading, wenn wir in den Workshops sind, wo wir dann mehrere Tage auch live traden. Und da sieht man immer, dass natürlich der Wille da ist bei den meisten Händlern, natürlich auch bei den privaten Tradern auf Minute zu traden. Aber viele dann auch merken, dass es sehr schnell stressig wird, weil man doch relativ viele Entscheidungen zu treffen. Das ist ja nicht nur so, dass wir nur einen Wert beobachten oder eine Aktie. Gerade die Aktientrader beobachten dann ja nicht nur eine Aktie, sondern meistens mehrere. Und da muss man innerhalb einer Minute eigentlich eine Entscheidung treffen, welche dieser Aktien will ich jetzt traden, wie will ich die Stops versetzen, was ist mit Positionsmanagement, Money-Management. Auch nicht jeder hat ein professionelles Tool, was einem die Arbeit abnimmt und die Stückzahl jetzt genau berechnet. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, welches Tool benutze ich dafür. Also sobald man merkt, dass es stressig wird, dann kann man eigentlich sagen, entweder handelt man zu viele Aktien gleichzeitig oder aber die Zeiteinheit für einen selber ist zu groß, also zu klein gewählt. Und man sollte auf jeden Fall versuchen, dann den Stress rauszunehmen, indem man einfach die Zeiteinheit etwas nach oben setzt. Ja, Aurelio hat gerade noch gegrüßt. Ja, grüße dich zurück. Was haben wir noch? Gehst du denn vor Quartalszahlen raus? Das ist eine gute Frage. Ja, gehe ich. Also ich, wenn ich jetzt einen Trade habe, der auf Stundenbasis angelegt ist und ich weiß, morgen kommen Quartalszahlen zu einem bestimmten Unternehmen, dann würde ich heute die Position auf jeden Fall spätestens zum Schlusskurs schließen, weil wie gesagt, die Quartalszahlen gerade im amerikanischen Markt können einen schon ganz schön aus der Bahn werfen. Natürlich, man kann wirklich oft genug Glück haben, dass die Märkte immer in die richtige Richtung laufen, den Wert, den man halt handelt, dass man hier große Gewinne mitnehmen kann. Nur das Problem ist, wenn es auf die Gegenseite schlägt. Also man ist long positioniert und der Markt fällt nach unten und wir haben es die Tage in der Aktie gehabt, ich glaube gestern war es bei COST, wo die danach mit einem großen Gap nach unten aufmacht. Und das macht dann natürlich plötzlich keinen Spaß mehr. Und gerade wenn es dann 2-3 Mal hintereinander passiert. Also ich persönlich schließe einfach meine Positionen
in diesem Bereich, weil ich dann einfach dieses Risiko nicht eingehen möchte. Was anderes ist, wenn man jetzt wirklich schon 20-30% vorne ist mit dem Trade, also dann und der Chart läuft halt nur nach oben, dann würde ich mir jetzt keine so wahnsinnigen Gedanken machen. Aber so die Masse der Trades ist wirklich so, das sage ich aber, also in 98% der Fälle würde ich meine Position eigentlich immer schließen. Okay, dann haben wir noch, ist Devisenhandel besser zum Handeln als Aktien? Also ich würde sagen, das ist genau das Gegenteil. Also aus meiner Sicht ist das Aktientrading wesentlich einfacher als der Handel von Devisen. Ich habe dazu auch schon das ein oder andere Video bei mir gemacht, kann man auch auf YouTube finden oder auch in meiner Facebook-Gruppe. Natürlich gibt es im Devisenmarkt auch saubere Trends. Also wir haben das ja jetzt über viele, viele Monate, gerade Anfang des Jahres im Euro, US-Dollar gesehen oder überhaupt diese Kombination mit Euro oder Dollar, dass hier sehr viele schöne Trends auch waren, auch gerade auf Stundenbasis, Intraday der ein oder andere auch. Nichtsdestotrotz gibt es da auch sehr viele Phasen, wo wir eben seitwärts unterwegs sind, also wirklich viele Seitwärtsmärkte, wo man oft ausgestoppt wird. Und fragt euch einfach selber, wie profitabel seid ihr im Devisentrading? Ja, und das kann ja jeder für sich beantworten. Wir haben vor 14 Tagen bei mir in der Webinarreihe auch mal, habe ich mal eine Umfrage gemacht während des Webinars, wie viele Händler denn erfolgreich sind im Trading. Und stellt euch die Frage mal selber. Also wenn ihr im Devisenhandel erfolgreich seid, na, dann macht ihr alles richtig oder vieles richtig. Und wenn ihr da nicht erfolgreich seid, dann kann es natürlich daran liegen, dass ihr dann nicht so gewieft seid im Trading. Das ist das eine. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es auch viel, viel schwerer, im Devisenmarkt profitabel zu agieren als im Aktienmarkt. Denn schaut euch einfach mal Aktien an, die Trends haben. Und wenn man diese Aktien handelt, sei es eine Amazon, sei es jetzt eine Broadcom, dann ist das Trading wirklich sehr, sehr einfach. Und man braucht sich eigentlich keine Gedanken zu machen. Okay, Thorsten fragt, was sind für dich die Einstiegssignale beim Bewegungshandel? Also eigentlich genau das gleiche wie im Trendhandel, da gibt es keine Unterschiede. Thorsten, ich steige eigentlich immer in einem sogenannten P2 ein, natürlich häufig auch in einem untergeordneten Trend, also je nachdem, welche Trendgröße ich handle oder welche Zeiteinheit ich handle. Aber im Prinzip steige ich immer an einem sogenannten P2 im Handel ein. Also es ist jetzt auch nicht, weil das jetzt ein Webinar ist, dass das was anderes wäre, als wenn ich jetzt woanders unterwegs bin. Also ich steige eigentlich immer nach dem gleichen System in meine Trades ein. Also ich finde auch, das Geheimnis liegt meiner Meinung nach nicht unbedingt im Einstieg, sondern ich glaube viel, viel mehr, dass es darum geht, wie setze ich meine Stops richtig und vor allen Dingen, wie, dass ich wirklich auch die Werte auswähle, sei es Devisen, sei es Indizes oder Aktien, was ich halt sehr viel trade, die einen sauberen Trend haben, wo ich wirklich aus der Vergangenheit auch gesehen habe, die haben wirklich über viele Tage, Wochen tolle Trends gemacht und Trends bleiben halt länger erhalten, als dass sie sich umkehren. Und das ist wirklich das, was mich schon vor über 10 Jahren immer wieder begeistert hat, wenn ich mir Märkte angeschaut habe, dass Aktienmärkte, sei es Indizes oder auch Einzelaktien, häufig über Monate und Jahre einfach in die gleiche Richtung laufen. Schaut euch einfach mal einen großen Chart an vom Nasdaq, wie viele Jahre wir jetzt nach oben gelaufen sind. Das sind wirklich Jahre, über die wir reden. Und da ist doch klar, dass es viel, viel Sinn macht, dann auf der Long-Seite zu traden, wenn wir sehen, dass es immer neue Hochs gibt. Ne? Also von daher, der Einstieg ist für mich das eine, das gehört auch dazu, muss man sich natürlich auch mit beschäftigen, aber im Großen und Ganzen geht es für mich eigentlich eher darum, wirklich die dynamischen Werte herauszufiltern, das Wichtigste zu screenen in diesem Bereich und dann ein gutes Stop-System zu verwenden. Ferit fragt, wie kann ich meine Stops vom Bewegungshandel in den Trendhandel wechseln? Ja, also das ist es, ja, du müsstest dann unter das Tief gehen. Also es geht ja nicht anders. Also wenn du im Bewegungshandel unter einem Tief bist, also du ziehst ja Kerze für Kerze deine Stops nach und wenn du jetzt plötzlich auf Trendhandel umstellen möchtest, müsstest du den Stop natürlich weit, weit zurückversetzen. Wir hatten vorhin mal eine Frage, am Anfang größere Stops und dann zum Ende hin vielleicht eher kleinere. Also das macht aus meiner Sicht eher Sinn zu sagen, ich bin den Trade im Trendhandel eingegangen und wenn der Trend jetzt sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dann auf Bewegungshandel zu setzen. Aber aus dem Bewegungshandel auf den Trendhandel umzustellen, glaube ich, ist, glaube ich, nicht so profitabel. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, Ferit. Also müsstest du dir einfach mal genauer anschauen. Aber ich glaube, es ist umgekehrt eigentlich besser, so wie vorhin die Frage war, am Anfang den Stop eher größer zu lassen und dann zum Ende hin eher etwas aggressiver
da heranzugehen. Und wir haben das ja auch hier bei diesem Webinar kleine Kunden. Im Moment hast du ja auch gesehen, dass wir da eher große Stops am Anfang haben und dass man später vielleicht den Stop dann eher etwas enger zieht, aber nicht umgekehrt. Ne? Okay, Matthias Ritter, wird die Aufzeichnung auf YouTube verfügbar sein? Habe leider den Beginn verpasst. Also ich weiß, dass bisher alle Webinare, die wir gemacht haben bei CapTrader, immer meistens nach einem Tag hochgeladen waren. Und ich mache auch die Verlinkung immer am Tag danach meistens auf meine Facebook-Seite, auf die offene Facebook-Seite, auch Markttechnik erfolgreich handeln, da findet ihr es auch. Oder auch über meine Website, da mache ich die Verlinkung auch immer. Findet ihr dann unter lüdemann-coaching.de unter Aktuelles, da ist auch die Verlinkung immer zu den Videos da. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Handelst du Aktien nach News oder nach Charttechnik? Ja, sagen wir mal so, Charttechnik und Markttechnik, da muss man erstmal prinzipiell unterscheiden, was ist jetzt ein und was ist jetzt das andere. Ich versuche das jetzt mal, das als eins zu sehen, weil die Charttechnik hat ja auch bestimmte Setups oder Muster, nach denen sie einsteigt. Bei der Markttechnik ist es ja so diese steigenden Hochs und steigenden Tiefs, die wir am Anfang heute des Webinars gezeigt haben oder auch beim letzten Mal vor 4 Wochen, wo wir nach Trendhandel gesagt haben, okay, dann würden wir gerne in einen Trade einsteigen. Nach News steige ich natürlich auch gerne ein, da aber eher im Intraday-Bereich zuerst. Also da versuche ich also wirklich darauf zu setzen, hier zu handeln. Das mache ich sehr, sehr viel und gerne im deutschen Markt auch, weil dann hat man auch den Zugriff natürlich sehr schnell zu allen Nachrichten, weil die hier ja per ad hoc veröffentlicht werden. Das heißt also, alle Marktteilnehmer haben zumindest theoretisch mehr oder weniger zur gleichen Zeit die Möglichkeit, die aktuellen News zu bekommen, zum Beispiel mit VW, als wir diese negative Nachricht vor einigen Wochen hatten. Das war da waren wir gerade im Lohr im Workshop gewesen und dann hatte das auch jemand gesehen und hat gesagt, oh, wir haben hier negative Nachrichten zu VW und wir haben dann überlegt, wie können wir das dann in Trades umsetzen, wie können wir hier short gehen am besten und dann haben wir dann entsprechend diese Trades gemacht. Also ich versuche das schon zusammenzubringen, auch im US-Markt, da handle ich dann, wie gesagt, eher intraday. Und das ist auch hoch profitabel, wenn man also diese beiden Sachen zusammenbringt, technischer Handel und News, weil wenn man sich jetzt nur auf die Charts setzt, das machen ja auch viele, das kann man auch machen, das ist auch sicherlich profitabel, aber diese Kombination aus Wissen und Charts bringt natürlich den absolut größten Erfolg, ganz außer Frage. Was haben wir noch? FK fragt noch, welche Screenings nutzt du? Hast du ein Tool oder eine Internetseite? Nein, ich nutze also keine Internetseite. Ich habe in den letzten 15 Jahren oder 14 Jahren, seit ich im Prinzip Aktien screene, das eigentlich immer von Hand gemacht. Das heißt, das war früher am Anfang war es sehr, sehr mühsam gewesen, weil früher gab es noch gar nicht so richtig gute Chartsoftware. Ich habe eine Zeit lang mit Reuters noch gearbeitet, kenne das noch aus den ganz alten Zeiten, 1999, 2000. Und dann so mit ganz normalen Chart-Tools, die es damals gab, zum Teil haben die 400-500 € im Monat gekostet, die Chart-Tools. Die sind natürlich heute, wenn man das im Vergleich sieht, im Prinzip sehr, sehr günstig. Und man kann natürlich so bestimmte Vorauswahlen treffen. Das mache ich auch. Ich nutze den Agena Trader, den man ja auch über CapTrader nutzen kann, wenn man möchte. Und da kann man schon eine ganz gute Vorauswahl treffen, wo man das auch mehr oder weniger automatisiert macht. Aber was dann überbleibt, das muss ich wirklich von Hand screenen, weil das gibt einfach Dinge, die kann man sehr, sehr schwer programmieren. Ich habe also auch sehr viel Zeit mit Carsten Berger da schon verbracht, das mehr zu automatisieren. Aber es ist nicht so einfach, weil das menschliche Auge doch bestimmte Sachen sehen kann und die kann man schwer in Regeln packen. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, dass es so ist. Also mir macht es auch nichts aus. Ich screene wirklich jeden Montag einmal den kompletten Nasdaq, den kompletten S&P 500 durch den DAX und es dauert dann vielleicht so 2, 2,5 Stunden. Das ist so der Aufwand, den ich einmal in der Woche betreibe. Dann bleiben unterm Strich nachher so 15, 20 Werte über. Alle Teilnehmer der Workshops von mir, die kennen das. Da geben wir auch die Regeln immer, nach welchen Regeln ich da eben vorgehe, dass man diese Werte wirklich relativ einfach findet. Da kann man wirklich innerhalb von 3 Sekunden entscheiden, will ich die Aktie traden oder nicht. Da muss man natürlich noch das Setup oben drauf packen, aber das ist eigentlich es ist einfach nur ein bisschen Arbeit, die man sich machen muss. Aber das wird halt belohnt durch einen sehr, sehr hohen Ertrag. Wenn man im Trading ist und das Screening gut macht, dann wird man wirklich mit einer sehr, sehr guten Outperformance belohnt. Und dann muss man sich halt immer die Frage stellen, ist es nicht vielleicht wirklich einmal in der Woche 2 Stunden zu screenen eine gute Geschichte, wenn ich dafür meine Performance schön nach vorne bekommen kann.
So, dann haben wir noch eine Frage von, ah, Matthias sagt, super, danke, sehr gerne, Matthias. Um wie viel Uhr beginnt dein Trading-Tag und wie lange handelst du? Ist so, mein Trading-Tag beginnt mit der Eröffnung der Börse, das heißt um 9 Uhr, wenn der deutsche Markt aufmacht. Ich brauche so Vorbereitungszeit für den deutschen Markt etwa 30 Minuten. Das ist so diese typische Morgenroutine, die ich mache. Dazu gehört zu schauen, was haben die anderen Indizes gemacht, was gibt es an Nachrichten, welche Werte habe ich gescreent am Tag davor, welche möchte ich vielleicht heute handeln. Das dauert so 15, 20 Minuten, 25 Minuten. Das heißt, wenn ich um 8:30 anfange, ist es für mich vollkommen ausreichend. Dann handle ich ungefähr bis 11 Uhr. Dann gehe ich keine neuen Positionen im Regelfall mehr ein und komme dann nachmittags nach 14:30 Uhr wieder an mein Handelsdesk, schaue nach, was gibt es für den US-Markt an neuen Nachrichten, schaue dort, wie sind die vorbörslichen Kursentwicklungen bei den Aktien und entscheide dann eigentlich schon, welche Aktien möchte ich hier heute vielleicht auf Tag-Stunde handeln und welche Aktien dann vielleicht Nachrichten, die ich dann auf Minute oder 5 Minuten handeln möchte. Und handelst du jeden Tag vom Montag bis Freitag? Wenn ich im Büro bin und das ist ja, also bis vor 2,5 Jahren war es so, dass ich ja komplett nur gehandelt habe. Da habe ich ja wirklich 15 Jahre ausschließlich als hauptberuflicher Gehändler gearbeitet. Da habe ich wirklich von montags bis freitags gearbeitet. Es sei denn, ich war im Urlaub gewesen oder es war, keine Ahnung, 30 Grad. Ich bin mit meinen Kindern ins Freibad oder an den See gefahren. Im Sommer kann das schon mal passieren, dass ich dann einen freien Tag einlege, aber ansonsten handle ich eigentlich ganz normal durch. Jetzt seit 3 Jahren, ich habe ja eine Ausbildung als Trainer gemacht und als lösungsorientierter Coach. Und seitdem bin ich ungefähr 100 Tage im Jahr bei Kunden, wo ich eben entsprechend Coachings mache. An den Tagen kann ich natürlich nicht auf meinem eigenen Handelskonto von morgens bis abends arbeiten, aber natürlich, wenn wir dann im Live-Trading oder so sind, dann handelt man eben auch mit dem Kunden zusammen, entweder auf dem Handelskonto des Kunden oder bei mir. Das ist dann sehr unterschiedlich. Aber man kann ungefähr sagen, die Hälfte des Jahres wirklich reines Trading, so wie jetzt zum Beispiel auch ab Montag wieder dann komplett live gehandelt wird. Und das mache ich dann jetzt im Prinzip bis Mitte Februar. Das ist dann wirklich so eine Phase, 6, 8 Wochen, wo man dann jeden Tag wirklich mehr oder weniger vom Montags bis freitags handelt, genau. Okay, Jens fragt, gehst du mit wichtigen Nachrichten aus dem Markt oder gehst du bei wichtigen Nachrichten aus dem Markt? Eigentlich nur, wenn ich auf kleinen Zeiteinheiten unterwegs bin, Jens, ansonsten nicht. Also wenn ich auf Tagstunde bin, interessiert mich jetzt nicht, ob jetzt irgendwie eine Notenbank-Sitzung oder irgendwas ist, also sowas oder Arbeitsmarktdaten kommen. Aber wenn ich zum Beispiel Intraday handeln würde, den DAX-Future-Devisen, dann wäre ich schon sehr vorsichtig, wenn um 14:30 Uhr Zahlen kommen, dann würde ich meine Position spätestens um 14:15 Uhr schließen, weil sonst die Orderbücher doch sehr leer sind. Norbert fragt, Aktientrader sind profitabler als zum Beispiel FDAX-Trader. Wieso? Naja, ich versuche das mal so anzugehen. Also ich will gar nicht sagen, dass das pauschal so ist. Das hängt ja immer so ein bisschen ab, wer arbeitet mit welchem Hebel und so. Aber prinzipiell stell es einfach mal gegenüber. Wenn du den FDAX nimmst, der macht im Durchschnitt pro Jahr etwa 8% Rendite. Wenn das jetzt auf den ganz langen Zeitraum mal siehst, vielleicht auch 9, aber mehr ist es da eigentlich langfristig nicht so. Und da gibt es natürlich Jahre, da haben wir viel Performance, auch mal ein bisschen weniger, aber es ist so im Durchschnitt. Wenn du dir Aktien anschaust, da gibt es natürlich Loser-Aktien, die vielleicht seit vielen Jahren im Minus sind. Da will ich jetzt auch keiner Firma auf den Schlips treten, aber schau dir einfach mal Telekom seit 2000 an. Hat er Verluste gemacht oder Commerzbank in den letzten Jahren und dann nimmst du dann mal so Aktien, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir im deutschen Markt bleiben, wie zum Beispiel die Allianz-Aktie, die jetzt mehr oder weniger an den Hochs gewesen ist. Und da kann man natürlich sehen, dass Aktien, die besser sind als der Markt, die machen natürlich auch eine viel höhere Performance. Die machen dann 15, 20, 25% Performance. Der Index macht aber eben nur 8. So, und diese Outperformance, die können wir uns natürlich zunutze machen. Und zusätzlich kommt noch diese sogenannte Branchenrotation. Das heißt, es ist ja nicht so, dass diese Aktien dann kontinuierlich komplett durchsteigen, sondern es ist einmal diese Branche, jene Branche und von daher muss man eben im Screening da auch sehr fit sein und schauen, was macht man da, ne? Deswegen, also ich glaube, dass man eben viel mehr Performance machen kann.
So, es geht auf 7 Uhr zu. Schauen wir, dass wir die letzten zwei, drei Fragen jetzt noch nehmen. Peter fragt noch, wie hältst du dich über den langen Zeitraum, Monate motiviert und wird es nicht teilweise langweilig? Also die ersten Jahre war das überhaupt kein Thema gewesen. Ich habe einfach extremst gerne getradet. Das liegt auch einfach daran, dass ich mit Trading gerade auch in den ersten Jahren extremst viel Geld, dafür, dass ich auch mit einem ganz, ganz kleinen Konto angefangen habe, 5.000 Euro umgerechnet, sehr, sehr schnell nach vorne gekommen bin, dann motiviert sich das mit dem Geldverdienen von alleine. Ist aber tatsächlich so, Peter, dass ich irgendwann auch vor 5 Jahren mal so eine Phase hatte, wo ich mich auch schwer motivieren konnte, mich auch dieser psychologische Aspekt beim Trading eigentlich eher mehr interessierte als das Trading direkt. Und da war so ein Punkt, wo ich dann auch für mich selber überlegt habe, ob ich tatsächlich noch irgendwie was nebenbei mache. Ich hatte auch überlegt, Psychologie zu studieren, um das ein bisschen zusammenzubringen. Habe mich dann aber entschieden, nachdem ich mal mit einem Professor gesprochen habe, weil er sagte auch, Mensch, überlegen Sie sich das, Herr Löhrmann, Sie sind jetzt fast 50 und wenn Sie jetzt auch Psychologie studieren, 6 Jahre, dann sind Sie gut über 50. Warum machen Sie nicht eine Trainerausbildung? Und habe mich dann entschlossen, eine Ausbildung zum lösungsorientierten Coach zu machen und zum systemischen Berater und kann das jetzt wirklich kombinieren. Also diesen psychologischen Aspekt und das Trading. Und das macht extrem viel Spaß, weil ich, wie gesagt, ungefähr die halbe Zeit des Jahres bei Kunden, ich war jetzt diese Woche unterwegs gewesen, auch in der letzten Woche und bin jetzt ab nächster Woche wieder komplett dann mehrere Wochen dann bei mir zu Hause im Trading. Und diese Kombination, die macht halt extrem viel Spaß. So, dann haben wir noch, genügt ein Startkapital von 5.000 Euro, um Aktien zu handeln? Ganz klar, ja. Wir machen im Moment ein Webinar, was ich jetzt am 30. Oktober angefangen habe. Das läuft jetzt über 3 Monate. Kleines Konto, Großtraden, habe ich genau das gemacht. Startkapital 5.000 Euro. Ich habe ja auch selber damals mit 5.000 angefangen. Wenn es dich interessiert, meine Vita, kannst du ja mal auf meine Seite schauen. Ansonsten, wie gesagt, wir machen im Moment dieses Webinar auch genau mit 5.000 Euro. Und ich handle damit Aktien und ich handle damit auch deutsche Aktien. Also man sagt ja auch immer, deutsche Aktien sind relativ teuer. Und ich gehe hier Trades an, die immer 1.000 Euro groß sind pro Position. Und das lässt sich auch mit deutschen Aktien machen. Ich würde es nicht gerade machen auf Minutenbasis, weil das ist mit einem kleinen Konto im deutschen Markt nicht so spannend. Das geht im US-Markt viel, viel besser. Aber du kannst mit dem kleinen Konto ja zum Beispiel auch Aktien-CFDs super bei CapTrader handeln, weil du bekommst die gleichen Kursstellungen. Also die Taxen sind absolut identisch. Und wenn du jetzt im US-Markt handelst, wir haben das wirklich 3 Monate lang getestet bei mir im Handelsbüro. Sie sind wirklich absolut identisch, ob du jetzt Aktien handelst oder Aktien-CFDs. Also da muss ich echt sagen, Daumen hoch. Da ist CapTrader echt super oder Interactive Brokers. Okay, und dann habe ich ja letzte Frage. Hast du Aktientipps, die du im Moment gut findest? FK, das ist jetzt eine spannende Geschichte, denn es ist tatsächlich so, dass ich glaube vorgestern bei mir aus einer Aktie rausgeflogen bin, ganz knapp mit Amazon. Ich habe im Moment noch Broadcom im Depot, bin ich total happy mit, bin ich schon längere Zeit mit im Depot, sowohl in meinem privaten als auch eben in diesem Webinar kleines Konto großtraden und die Aktie läuft gut. Ansonsten im deutschen Markt ist es so, dass wir uns doch ganz schön nach unten entwickelt haben in den letzten Handelstagen, heute ein bisschen Erholung. Da bin ich aus der Long-Seite komplett raus und warte jetzt einfach mal ab, was die nächsten 2, 3 Handelstage bringt, ob wir hier einen neuen Schub bekommen, entweder nach oben oder eher nach unten, und würde mich dann positionieren. Das heißt also, ich habe im Moment sehr, sehr wenig Werte im Depot und belasse das auch jetzt erstmal die nächsten 2, 3 Tage so, bis eine klare Entscheidung ist, auch ob der Nasdaq nach oben geht. In meinem Wochenausblick habe ich es auch am letzten Montag ja gesagt, dass ich erst wieder in den Nasdaq gerne einsteigen möchte, wenn er den Bewegungsschub nach oben macht. Das heißt, wir machen neue Hochs und dann würde ich mich auch wieder in den Markt einkaufen. Okay, ich glaube, wir haben alle Fragen abgearbeitet. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen eure vielen Fragen. Macht so ein Webinar natürlich auch immer interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, noch morgen einen guten Trading-Tag und natürlich dann einen schönen dritten Advent. Bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Markttechnik erfolgreich handeln. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Mario, für das super Webinar und ich sage auch bis zum nächsten Mal. Im Januar geht es wieder weiter mit neuen Webinar-Themen auch. Und ich wünsche auch schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.